Axel ist der Redner, er ist Wirtschafts- und Energiesprecher der FPÖ. Hohes Haus. Wir haben ja heute schon gehört vom Kollegen Schönecker, dass der Turnaround geschafft sei beim österreichischen Bundesheer. Turnaround, ein Ausdruck aus der Betriebswirtschaftslehre, wo man eben von einer Verlustzone in eine Gewinnzone kommt, das sehe ich nicht so. Ich würde der Kollegin Bösch recht geben. Es ist der freie Fall des Bundesheeres zunächst einmal gestoppt worden. In Zahlen festgemacht müssen wir uns trotzdem verdeutlichen, das Budget des Jahres 2017 in Höhe von 2,3 Milliarden Euro ist immer noch unter dem Budget des Jahres 2013, nämlich von 2,5 Milliarden Euro. Also hier von einer langfristigen positiven Entwicklung zu sprechen oder von einem Turnaround halte ich für etwas übertrieben. Ich bin aber durchaus der Meinung, dass es dem Herrn Bundesminister gelungen ist, den freien Fall des Bundesheeres zu stoppen. Schauen wir uns die Pläne an, die ja jetzt bekannt sind. Das sind massivste Änderungen in der Organisation grundsätzlich. Ein kritischer Blick darauf als Oppositionspolitiker. Das Bundesheer ist ja in den letzten 15 Jahren gebeutelt von permanenten Organisationsreformen und Organisationsänderungen. Ich glaube, dass es langfristig sinnvoll ist, derart große Organisationen einmal Ruhe zu gewähren. Es wird sich auch herausstellen, und das werden wir sehr genau beobachten, inwieweit jetzt die in Wahrheit völlige Trendumkehr hinsichtlich der Militärkommanden, die ja die letzten 15 Jahre, ich würde mal sagen, eher niedergefahren wurden und jetzt wieder hochgefahren werden, inwieweit das langfristig gut ist, inwieweit das Zerschlagen von Kommandostrukturen, ich nehme als Beispiel das Streitkräfteführungskommando, das sich, und das ist mein Eindruck, durchaus gut eingespielt gehabt hatte in den letzten Jahren, ob das Zerschlagen dieser Strukturen wirklich der Weisheit letzter Schluss ist. Wir werden auch ganz genau schauen, der Kollege Fuchs hat ja schon die budgetären Problemstellungen bzw. Meinungsverschiedenheiten mit dem Herrn Finanzminister hier dargelegt im Rahmen der Überschreitungsermächtigungen. Wir werden uns ganz genau anschauen, wie diese Ankündigungen, Pläne, die dem Grunde nach gut sind, große Pläne, dann tatsächlich im Rahmen der Umsetzung umsetzbar sind. Ich sage nur, wenn man sich das zu Ende durchdenkt, muss man schon erkennen, da gibt es ganz erheblichen Bedarf, was den personellen Aufwuchs betrifft. Und wenn wir uns die Zahlen anschauen, die Stellungszahlen, sowohl für die Präsenz als auch das Modell, das derzeit die Miliz hat, dann habe ich da doch Sorge, dass diese hehren und anspruchsvollen und guten Pläne tatsächlich dann in der Wirklichkeit umgesetzt werden und dass wir nicht letztlich bei Potemkinschen Bataillonen, um hier einen kleinen Vergleich zu machen, enden. Wenn man sich die Budgetzahlen anschaut bis 2019, dann sind die de facto mehr oder weniger konstant, 17, 18, 19. Erst 2020 kommt dann ein großer Block. Wir wissen als Politiker, 2020 ist so weit weg, also das jetzt schon als fix und ausgemacht anzusehen, würde ich auch kritisch sehen. Und abschließend noch 3, 4 Zahlen. Das von uns seit Jahren geforderte Budget von 1% des BIP würde bedeuten 3,6 Milliarden Euro. Wir stehen bei 2,3. Das ist jetzt keine unerhebliche Lücke. Die Schweiz hat ein Budget von 4,8 Milliarden Euro und die Deutschen ein Budget von 37 Milliarden. Wenn man das jetzt der Einfachheit halber durch 10 dividiert, wären das 3,7 Milliarden Euro. Also deutlich mehr Mittel, deutlich mehr Mittel. Und hier von einem Turnaround zu sprechen und hier so zu tun, als ob jetzt alles in Ordnung ist und die Aufgaben bestmöglich finanziert sind, das halte ich für stark übertrieben. Deswegen, der freie Fall ist gestoppt. Das ist Verdienst des Herrn Bundesministers, aber da ist noch viel, viel zu tun und wir werden weiterhin als Freiheitliche darauf drängen, dass wir uns annähern diesen budgetären Mitteln von 1%. Das wären dann 3,6 Milliarden Euro für unser österreichisches Bundesheer. Pläne seien gut, aber sie müssten auch umsetzbar sein, sagt Axel Kassecker von der FPÖ. Das Bundesheer bräuchte noch mehr finanzielle Mittel. Rufen